Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 3. Ja, Leute, nachdem wir Davy Jones und den fliegende Holländer im letzten Part vernichtet hatten, können wir jetzt diese neue Welt hier ansteuern. San Fransokyo. Ganz komischer Name, man kombiniert quasi San Francisco mit Tokio. Man hat ja auch hier die Golden Gate Bridge, hier schon mal die rote Brücke. Und natürlich auch diese hellen Lichter wie in Tokio. Also man kombiniert es wirklich. Da können wir mal gespannt sein. Was? Du fliegst los von Monstropolis? Was mache ich denn bei Monstropolis? Na ja, meinetwegen. Los geht's. Gucken, was diese Welt zu bieten hat. Können gespannt sein. Aber mit Fluch der Karibik kommt ihr jetzt wahrscheinlich erstmal nichts mehr mit. Ja, das war einfach nur amazing. Die Welt war einfach nur legendär. Mal gucken, vielleicht wird sie ja auch gut. Ich kenne nur den Film nicht. Ich weiß nicht, was das für ein komischer Film ist. Der eng so von so Animationsfilm. Da kenne ich mich ja gar nicht mit aus. Hey! Komm her, komm her, komm her, komm her! Show me what you've got! Was für ein Viech, ey. Hat den nicht schon mal besiegt? Oh, whatever. Vielleicht kriegen wir noch was Cooles dafür, wenn wir den nochmal besiegen. Ich meine, den hatten wir halt schon mal. Aber was weiß ich schon, Leute, was weiß ich schon. Komm mal, alles kaputt, diese komischen Minen auch. Mann. Unheimlich viel Druck auf mich, weil die nähern sich so langsam, so richtig sneaky und dann schlagen sie nicht zu, diese scheiß Minen. Super nervig total. Aber wir haben jetzt schon A-Rang, sehr geil. Gefällt mir. Klingt doch nach dem Plan. Aber der Boss hier, der wurde einfach recycelt und eine Mission daraus gemacht. Finde ich cool. Dann will ich aber auch ein Level Up hier sehen für den Gummijet und richtig geile Teile bekommen. Das ist ein A-Rang. Geile Mats. Letztes Mal war es, glaube ich, nämlich nur B. Kampf gegen den Terror. Ja, nur Erfahrungskugeln. Naja, besser als nichts. Hab direkt ein Level Up. So, wo müssen wir jetzt hin? In die Richtung müssen wir. Okay, wird gemacht, Jeff. Die können wir natürlich jetzt auch herausfordern. Und hinten ist noch so ein Wegpunkt. Ist das so? Ja. Den werden wir auch noch ansteuern, damit wir uns da immer hinporten können. Hey, Gummijet werde ich auch alles zu 100% machen im Rahmen des Backtrackings. Ich habe im Stream mal jemanden gefragt, der das Spiel schon durch hat. Und der hat mir gesagt, dass wir noch die Gleiterfähigkeit bekommen werden. Also man kann tatsächlich auch in diesem Spiel schweben. Sobald wir die Schwebenfähigkeit haben, werde ich Backtracking betreiben. Aber erst eben halt dann. Die sollen wir erst gegen Ende des Spiels bekommen. Naja, bin ich mal gespannt. Am Ende vor dem Final Boss oder nach dem Final Boss. Das wäre natürlich scheiße, aber ist egal. Werde ich das halt so machen. Backtracking machen wir mal. Erst wenn wir die Gleitfähigkeit haben, weil damit geht es eigentlich in eine Regel immer leichter. Zumindest in anderen Kingdom Hearts Teilen war es so. Manche Orte kommt man ja auch erst, wenn man die Schwebefähigkeit hat. Deswegen, wer weiß. Gott, ist das ein nerviges Viech. Aber es ist Schrott, zum Glück. Fliegende Mülleimer. Auch keine Angst vor. Oh, nein, nicht noch so ein scheiß Viech. Zwei davon, ja moin. Ja moin, alles klar, Herr Kommissar. So ein Scheißviech, ey. Ich hasse es. Ja, verschwinde. Ist mir egal. Ohne Scheiß ist mir egal, ob der verschwindet. Hätte der mich noch einmal gehittet, wäre ich Schrott gewesen. Gummijet wäre vernichtet worden. Muss ja nicht sein. Pflaster Sicker B. Magma-Material. Schlangenschuppenmaterial. Klingt cool. Ganz ehrlich, das klingt wirklich cool. Bevor wir hier weiterfliegen, interessiert mich dann doch dieser Wegpunkt hier. Und auch diese Box. Die Box! So. Yeah! Wegpunkt NFL 02. National Football League 2. Alles klar. Da ist auch noch was.
I saw it, come on, bro. Da hinten wäre noch ein Wegpunkt, aber wie gesagt, das machen wir noch alles. Muss ja jetzt nicht sein. Au, Fragment. Vier Sterne. Den lasse ich mal lieber. Ist mein Gummijet noch zu weak. Aber den machen wir. Stehen geblieben. Wir Lappen. Also bis 3 Sterne kann ich alle besiegen. Aber 4 Sterne lasse ich mal lieber. Sollen wir den Gummijet nochmal verbessern? Mehr Leben reinhauen. Da sehen wir schon. San Francisco. Spannend. Was das für eine komische Welt ist. Vielleicht kann man das mit Disney Town vergleichen. Aus Kingdom Hearts Birth by Sleep. Ist auch so eine Großstadt, neuzeitliche Stadt quasi war. Nur halt im Disney-Style. Das hier wird nicht im Disney-Style sein, ist ja klar. Das ist irgendein Animationsfilm. Yes, wir haben den in die Knie gezwungen. Boah, hält der viel aus. Das war ein nerviger Gegner. Oh je, die Gegner halten generell super viel aus aktuell. Das gefällt mir nicht. Die Jets ist zu schwach, Leute. Wir nehmen viel zu viel Schaden und machen viel zu wenig Damage. Verdammte Scheiße. Naja. So ist das Leben eben und es wird auch mal Regen geben, ne? Komm, 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 komm. Ah, goddammit. Goddammit. Die Scheiß wie ich doch mal kaputt. Was ist das für ein Viech? Wie viel hält das aus? Das bist du einfach nicht down. Yes! Geht doch. Müssen wir hier nur durchhalten oder müssen wir hier eine bestimmte Anzahl an Herzlosen besiegen? Ich weiß es nicht. Nice! Die Enden sind wieder ready. And the name is Freddy. Oh ne, nicht 2 davon. Schieß, dass das Zeug hält. Mann. Ach, goddammit. Ist das ein Mist? Muss nur durchhalten. Ja, was soll's. Was bekommen wir hierfür? Ledermaterial, Engelsticker, Strickmaterial. Jetzt habe ich einen Strick bekommen. Jetzt kann ich hier hängen gehen. Spaß. In dieser Welt landen. Jupp. Let's go. Hallo Welt, hier spricht Sora. Ich und die 2 anderen halben Portionen sind auf Abenteuerreise. Es beginnt Donald Goofy, eine neue Portion. Hatten wir schon mal. Sora twittert immer das gleiche, deswegen folge ich ihm auch nicht auf Twitter. Ja, ich bin gespannt, wie diese Welt gestrickt ist. Wird bestimmt nicht so ansatzweise so lang wie die Fluch der Karibik-Welt, oder? Ich dachte schon, ist abgestürzt, habt ihr es gesehen? Ladensymbol hat sich nicht mehr bewegt. Cutscene. Yep. Oh, wow! Oh, cool! Let's go! Oh, but I want to take a look at the big city! Yeah, it does seem pretty exciting. I feel so metropolitan. Cosmopolitan? Ooh. What? I gotta tell Riku what a blast this place is. But we just got here. We haven't even done anything yet. Blast? I'm sure a blast. The Heartless. Come on. Oh, das sind so technisierte Herzlose wie bei Tron. Are you okay? Uh-huh. What in? Go, go! Baymax! Gogo's suit has shielded her from a major injury, but the blow she sustained to her head has caused a mild concussion. We should take caution and not move her until we can fully stabilize her head. Got it. Oh, cool! Hmm? That's a robot! Hello, I am Baymax, your personal healthcare companion. Oh, wow, cool. This rules. Sora, remember our other problem? Whoops. Oh, yeah. Hey, who are you? Oh, I'm Sora. And I'm Goofy.
Name's Hero. You mind helping us fight those things? Huh? Our team's called Big Hero 6. Sure. Was ist hier für ein Stau, ey, ohne Witz. Willkommen in San Francisco. Let's go, Baymax. Ohne Witz, es erinnert mich voll an Sengoku Basara. Ja, let's go, Iron Ox. Das hat der Katsu Honda ja auch, ein Roboter. Ein riesiger Kampfroboter. Und Yasu Tokugawa sagt auch mal, let's go, Iron Ox. Ohne Scheiß. Das ist echt was von Sengoku Basara. Aber die Battle-Mucke ist ja mal hier mega geil. Richtig geil, Elektromix. Also, sehr viel versprechend, gefällt mir jetzt schon. Mal gucken. Aber mit dem Kopf durch die Wand, brauche mich nicht verstecken. Das ist die legendäre Brücke, ne? die PUBG-Brücke, wo PewDiePie es gesagt hat, das böse Wort. Was ich jetzt hier natürlich nicht sagen werde. Junge! Das ist ziemlich geil hier. Ohne Witz. Mach Bock. Diese Kanonen, die halten mich nicht ab. Keine Angst vor denen, Mann. Ist hier irgendwie eine Wegsperre? Tatsächlich, hier kann ich nicht weiter. Und das denn nicht? Was soll ich denn jetzt machen? Ah, hier ist noch eine Kanone, deswegen jetzt nicht weiter. Zack und tschüss, Mann. Fuck. Ja gut, direkten Bosskampf. Kann man mal machen, ne? Zum Start einer Welt. Direkten Bosskampf, warum nicht? Komm. Dann wird ein bisschen geballert. Schön immer fliegen. Düsentrieb, dann kriegt er uns, glaube ich, nicht. Daniel Düsentrieb. Kein Düsentrieb mehr, verdammt. Doch jetzt wieder. Sehr nice. Gute Treffer. Sehr gute Treffer, Leute. Und fang! In your face, motherfucker. Das bringt doch gar nichts gegen den. Schon ohne Witz. Bringt gar nichts. Kopf durch die Wand müssen wir hier. Oh ne, jetzt hat er sich eine Rüstung gemacht. So ein Arsch. Jetzt Zeit, dass wir hier das Fokuskommando nutzen. Wenn wir es dann können, ne? Komm. Yes! Let's go! Spektralstrahlen! Wer will es wissen, ey? Der Blödmann. Was machen wir jetzt? Wollen wir mal den neuen Wasserzauber ausprobieren? Hat sie ja verbessert. Das ist jetzt was gar. Man kann es sehen, das macht gut Schaden. Hero bringt wahrscheinlich nichts gegen den. Das war ja klar. Try this. Okay, die Doppelgänger müssen wieder aufgestellt werden. Das hilft. Glaub mir. Viel hält er ja nicht mehr aus. Das heißt, jetzt kann man finishen. Let's go. Und da haben wir noch die Goofy-Bomber, falls es nicht ausreichen sollte. Aber es reicht. Donalds Hyperheilung. Goofy, neuer Ausrüstungsslot. Richtig geiles Level-Up. Fängt schon mal gut an, ey. I like it. Not cool. People like spectacle, not truth. Yeah, who needs quality reporting when you can just make stuff up? I don't get it. I mean, didn't they see how awesome we were? Sure, those things landed a couple of good hits, but we had chem balls and laser hands and fire breathing! Well, it really didn't matter. They beat us. Where'd they come from? Well, why don't we ask the guys who actually stopped them?
Hiro, you never introduced us. Oh, right. Well, this is the gang. That's Gogo. Mm. He's Wasabi. How you doing? And that's Honey Lemon. Hello there. What? I'm Fred. Don't be alarmed. This is not my real body. Good. For a second, I thought this was the monster. Those three are Sora, Donald, and Goofy. Huh? The, Keyblade Hero 3! I am detecting minute contractions in your faces and shoulders, perhaps due to the garage's brisk temperature. To remedy that, I will give each of you a hug and warm you with my internal heat source. Why did you say that? Sora, you know Donald and I don't have keyblades. So, are we heroes or aren't we? What? The monsters. Tell us how you managed to take them down. They're called the Heartless, and they're drawn to the darkness inside people's hearts. Ooh, now we're talking. Light versus darkness. Classic conflict. Would you calm down, Fred? What? This is serious. Very serious. We don't have any way to fight them. Wait, so we're just gonna give up? With our current skill set, my analysis places our chances at 0.0000. Yep, we get it, Baymax. Hey, don't sweat it. The three of us will go take care of the Heartless for you. Right? Donald? Goofy? Wait. We're going to. It's okay. We got it. We have to help. My brother would have. Yes. Yeah. Great, but don't we need a plan? We train up. When heroes are brought low, they get new powers. It's Shugyo time. Did you read that in Geeks Quarterly? Fred's actually not wrong. I may have an idea. AR device? Yeah. Cool, huh? It creates a CG overlay that augments your vision. While you wear it, this device sees everything you do and logs it. Huh? You put it on your face. Heartless! Donald! Goofy! Are you okay? There's no Heartless here. Huh? But, Whoa, chill, Sora. Just take the AR device off. Wow. I have no idea how you're doing it, but this is cool. Thanks. But so far the map data only covers San Francisco. I need to expand it. Now can we Shugyo? Not yet, Fred. He's still learning. Sora, all you need to do is run through some courses that Hiro scripted. Like a minigame. We'll put a tracer on your movements, so we can... Shugyo! 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 So we can Shugyo. Shugyo! 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 I guess Shugyo's like training. That's a good idea. We could probably use the practice. Speak for yourself! I can Shugyo by installing new combat data. Huh? Hey! Huh? Let's just try it out. Wie Sie verstehen, verstehen Sie gar nichts. Das ist ein komisches Gerät. Was soll das für einen Sinn haben? Virtuelle Einblendung. Ja, Fokus-Sog. Okay. Hios Garage. Ist ja eine ganz coole Truppe, ne?
Ha, apropos, wir haben doch, glaube ich, neue Fähigkeiten mit Sora bekommen. Dann sollen wir die auch mal ausrüsten. Fokussog. Was ist das? Frieden-Repertoire, Multifokus-Fähigkeit dazu, die keinen Fokus kostet. Was? 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 Das ist ja richtig geil. Aber Fokus absorbieren von den Gegnern. Racheschlag. Ah, das ist auch nett. Ja, steh auf, Männchen. Ja, das ist gut. Ja, das ist sehr gut. Jetzt habe ich so ein komisches Gerät auf. Aber es geht nur hier, ne? So wie ich das verstanden habe. Aero-Boost für Donald. Das brauchen wir nicht. Er soll ja gar nicht kampfunfähig werden. Und er hat nicht genug. Teamarbeit geht natürlich immer noch nicht. Gut, Baymax ist unser Helfer, der ganze Roboter. Na dann. Nehmen wir mal anstatt Pulverschnee das neue Schlüsselschwert. Es ist tatsächlich ein Angriffsschwert, wie ich es mir dachte. Mit verbessertem Wasser? Das ist merkwürdig, weil wenn die Magie so low ist, wie bei diesem Schlüsselschwert, warum soll man dann überhaupt zaubern? Naja. Gut. Neuer Rüstungsschlot für Goofy. Können wir natürlich jetzt auch verwenden. Gummiröschen wäre vielleicht ganz angebracht. Vielleicht aber auch noch was Besseres. Das dunkle Kettchen. Das erhöht auf jeden Fall die Defensive. Blitzradspange. Ich glaube, es wird die Blitzradspange. Oh, das Eisraheilband. Ja, ich denke, es wird die Spange. Ja. Okay, das haben wir schon mal. Sehr nett. Items. Hiro hat dieses Gerät gebaut, dem man virtuelle Einblendung über die reale Welt legen kann. Das kann ja witzig werden hier. We are not gonna stop those enemies unless we get a new plan. Ist eine komische Truppe, ne? Yo, Keyblade Hero 3. You guys are so cool. AR Training. Leave it to Hero to tech up a workout. AR, warum nicht VR? So eine verwässerte Form der VR-Brille oder was? So, können wir das Schlüsselschwert hier verbessern? Ja, könnten wir, aber dann haben wir keinen Damast mehr. Ich weiß auch nicht, ob das so gut ist. Schlüsselschwert, ich weiß es halt nicht. Ich benutze eh erstmal nur das hier. Wie ihr wisst. Ja, damit warten wir auf jeden Fall noch. Fotomission, neue? Alter, so viel Shit. Ja, da haben wir noch was vor uns, ey. Na gut. Ach ja, können wir jetzt ein neues Item kaufen. Für Donald und Goofy. Die Waren haben wir, glaube ich, oder? Steht zwar 0. Das haben wir doch. Definitiv haben wir das. Technikring, Mutring, Ritterring. Taugen die alle was? Glaube tatsächlich nicht. So toll sind die nicht. Lassen wir das lieber. Fluorid, das wäre eine Sache, ne? Können wir die Schlüsselschwerter verbessern? Wir haben so viel Cash. Komm. Können wir nicht ein bisschen schmieden? Stimmt, wir haben so viele Postkarten, ne? Da können wir richtig viel mitmachen. Schlüsselschwerter. Jetzt haben wir so viel Fluorid, jetzt können wir es auch benutzen. Damast bräuchten wir natürlich auch noch für manche Sachen. Fluorid ist nur am Anfang wichtig. Danach brauchst du Damast. Damast kann ich nicht kaufen, oder? Ah, gut. Ja, das ist schon Damast, wollen wir nicht. Fluorid. 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 Jetzt kommt Damast wahrscheinlich, ja. Mir gedacht. Fluorid. Und Fluorid. Damast kann ich echt nicht kaufen, oder was? Laber doch nicht. Scheiße, kann ich wirklich nicht kaufen. Ah ne, das ist ja auch Schmieden. Komm, Damast, Damast, Damast. Nein, gibt es nicht. Ich könnte weinen, ne? So ein Mist. Let's end this off next time we're in Twilight Town.
Ja, ich werde jetzt sicherlich nicht extra nach Twilight Town zurückgehen, Mann. Are you ready to begin the Shugyo? I'm gonna study your moves closely. Always good to expand my repertoire. Ja, das machen wir dann nochmal im nächsten Part. Vor allen Dingen, wie komme ich hier überhaupt raus? Muss ich das Training zwangsweise machen, ne? Er hat den Anschein. Your moves are very impressive. Okay, Leute, dann würde ich sagen, Daumen hoch, falls es gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. We'll be right back.